Detektor FM. Zurück zum Thema. Wenn Sie in den letzten Jahren aufmerksam Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft gesehen haben, dann ist Ihnen vielleicht öfter mal ein bestimmtes Banner aufgefallen. Er Baeron steht in großen Lettern auf einer Deutschlandflagge. 1996 ist dieses Banner zum ersten Mal aufgetaucht, seitdem war es bei fast jedem Spiel der DFB-Elf zu sehen. Das Banner gehört Frank Niemann und den begrüße ich jetzt am Telefon. Hallo Herr Niemann. Hallo. Er Baeron taucht ja erstmal 96 auf, 1996. Was steckt denn dahinter eigentlich, hinter diesem Namen? Das müssen wir erstmal klären. Ja, das bezieht sich da auf Carsten Baeron, den Spieler, der beim HSV lange Zeit gespielt hat. Und das war halt eine Zusammensetzung aus Carsten Baeron, also Baeron der Name. Und dieses R ist halt abgeleitet von Michael Jordan, dem Basketballspieler, weil Carsten Baeron halt ein Spieler war, der halt auch ziemlich groß von der Erscheinung her ist. Der ja aber in der Nationalelf keine große Karriere gemacht hat zumindest. Durch Verletzungssorgen mit dem Knie hat das dazu leider nicht ganz gereicht. Er war zwar sehr talentiert, aber hatte immer Probleme mit dem Knie und hat halt dadurch den Sprung nicht geschafft. Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, dieses Banner auch zu Länderspielen immer mitzunehmen? Gut, das kam dadurch halt, dass man halt auch viel und gerne halt unterwegs ist und wenn man so eine Fahne hat und will die halt auch ganz gut präsentieren, das macht halt so die Reisefreude, dass man halt gesagt hat, ja, man hängt die halt beim HSV bei den Spielen dann halt auf und Nationalmannschaft ist man ja dann auch unterwegs, dann macht man das da dann halt auch und dadurch kam das dann. Sie sind ja schon ganz schön rumgekommen wahrscheinlich. Reisen Sie allein dann immer? Das liegt auch immer ganz dran. Meistens sind wir dann schon mit mehreren Leuten dann unterwegs und man kennt halt so die fahren Leute, sage ich mal, von den anderen Vereinen und das ist dann halt schon eine ganz große Gemeinschaft insgesamt. Wissen Sie noch, bei wie vielen Spielen Sie jetzt schon waren mittlerweile, der Nationalelf? Also die Nationalmannschaft, das müsste schon so an die 180 Spiele sein insgesamt und Länder werden es so an die 60 sein insgesamt. Und können Sie sagen, was die abenteuerlichste Reise für Sie war? Abenteuerliche Reise gibt es natürlich immer einige, aber die Touren, die dann, sage ich mal, außerhalb von Europa sind, was dann so vielleicht nach Japan oder USA oder so geht, das ist dann natürlich schon im Laufe der Zeit dann, was dann zu den Highlights dann gehört. Könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch finanziell nicht ganz einfach ist. Wissen Sie, was das gekostet hat insgesamt bislang? Boah, das ist immer schwierig zu sagen. Die Ausgaben sind dann mal ein bisschen höher und mal ein bisschen weniger, je nachdem halt auch, wie das dann ist, ob die Nationalmannschaft viele Spiele hat oder ob der HSV halt international spielt oder nicht. Und so ein Pauschalbetrag dazu sagen, ist immer schwierig, aber es werden schon einige hundert Euro im Monatsdurchschnitt jedes Jahr dann sein. Haben Sie mal überlegt, ob Sie beim DFB anfragen sollten, ob die Sie nicht einfach mitnehmen können? Ja, Überlegungen wären das schon mal, dass man sich vielleicht schon mal freuen würde, wenn man da nicht jetzt so einen Kostenaufwand selber hätte oder so, aber man hat sich da im Prinzip auch dran gewöhnt und man macht es ja auch gerne und klar wäre mal eine Einladung oder irgendwie was wäre halt schon mal schön, aber man fährt ja auch gerne hin und das, was man halt bezahlen muss, nimmt man dann auch gerne in Kauf. Also der DFB hat sich noch nicht gemeldet und hat mal Dankeschön gesagt? Nee, in dem Sinne noch nicht. Abgesehen vom finanziellen Aufwand ist das auch ganz schöner organisatorischer Aufwand, die vielen Reisen zu buchen und dann auch hinzufahren überall. Wie kriegen Sie das denn mit Ihrem Job unter einen Hut? Das ist schon immer ein bisschen schwierig. Also ich muss halt auch schon, sage ich mal, für die Bundesligaspiele, wenn ich zum HSV fahre, muss ich halt schon viel schieben und tauschen. Und ohne die Kulanz der Kollegen geht das schon ziemlich wenig. Und man weiß ja auch manchmal im Vorfeld schon, dass man dann und dann da ein bisschen Urlaub braucht oder man schiebt halt viel vom Dienst her, dass man halt auch ein paar Tage so, sage ich mal, rausholen kann und weil der Urlaub ist ja dann doch irgendwo auch mal begrenzt. Ihr Banner ist ziemlich auffällig und vor allen Dingen, da man es schon seit Mitte der 90er eben ständig sieht, hat es sich auch in vielen Köpfen der Menschen einfach festgesetzt und wäre ja eigentlich auch als Werbefläche geeignet. Gab es da schon mal Anfragen oder Ideen? Man könnte ja zum Beispiel sich vorstellen, Sie schreiben da statt R. Baeron einfach irgendeinen Firmennamen drauf und fahren überall hin. Gut, sicherlich. Das war am Anfang mal, ich kann mich an die Anfangszeiten erinnern, wo dann nochmal so Artikel in der Sportbild oder so auftauchten, dass das schon schön wäre. Sag ich mal, da haben die das auch ein bisschen verglichen damit, dass das Werbung halt schon auch einiges an Geld kosten würde und das schon eine gute Werbefläche halt auch wäre, aber in dem Sinne hat sich da auch so nichts weiterentwickelt und es war ja im Prinzip auch nur so ein bisschen so ein Spaß mit der Fahne und dass die Leute das halt noch gut finden mit der Fahne oder man noch viel darauf angesprochen wird, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das irgendwie eine gute Sache halt ist, wobei ich halt da allerdings halt auch sagen muss, dass ich da auch genug Leute habe oder kenne, die dann halt auch in der Fahnenszene unterwegs sind, die auch vielleicht sogar noch einiges an Spielen mehr machen oder halt viele, die halt auch ohne Fahne unterwegs sind,
die dann halt nicht so auffallen, aber ich bin sicherlich einer der oder der, vielleicht der am bekanntesten ist durch die Fahne. Jetzt sind Sie gerade in Deutschland. Sehen wir Ihr Banner denn bei der EM auch nochmal? Ja, am Freitag oder in der Nacht zu Freitag geht es dann halt wieder nach Danzig hin und wir hoffen ja, dass es dann noch weitergeht, dann nach Warschau und nach Kiew, wobei natürlich dann Danzig am Freitag ist und dadurch sich die Möglichkeit auch wieder ergibt, dass ich Anfang der nächsten Woche halt auch noch wieder ein paar Tage arbeiten kann, weil das nächste Spiel ja dann donnerstags in Warschau wäre und natürlich, wenn es dann Richtung Finale geht, wird man dann natürlich gleich sehen, dass man von Warschau aus direkt nach Kiew dann weiterfährt, weil erst zurück und dann wieder los, das wäre auch sehr viel Aufwand. Aber die Karten haben Sie auf jeden Fall schon. Die Karten, Viertelfinale, Halbfinale, Finale sind da und wir warten jetzt nur noch, dass die Mannschaft den entscheidenden Schritt Richtung Finale macht. Ja, und wenn Deutschland den entscheidenden Schritt gerade nicht macht, fahren Sie dann trotzdem hin? Nein, das nicht. Das ist dann mit den Karten aber dann auch anders geregelt, dass sich da einige andere Kollegen, die dann auf jeden Fall dann auch noch da die Halbfinale und Finalspiele gucken werden, dass die dann die Karten dann übernehmen können und ja, dann heißt es erstmal wieder ein bisschen arbeiten und dann fängt ja auch schon die neue Saison wieder an und da wollen wir dann mal gucken, wie es dann weiterläuft. Gut, wir hoffen, Deutschland schafft es bis ins Finale und sind da auch optimistisch. Und ich hoffe, dass Sie dann den Platz hinterm Tor bekommen, auch für Ihr Banner. Das war Frank Niemann im Interview, der Mann mit dem Erberon-Banner bei den Länderspielen der deutschen Nationalelf. Dankeschön fürs Gespräch. Kein Problem, danke auch. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.